2015 feierten die Adler Mannheim ihren letzten Titel in der DEL. Dieses Jahr, so deuten alle Zeichen, könnte es wieder soweit sein. Denn für die Mannschaft von Trainer Pavel Groß steht der erste Matchpunkt der DEL-Playoff-Finals gegen den EHC Red Bull München an. Zu Hause, vor frenetischer, nach dem Triumph lechzender Kulisse, kann das Meisterstück perfekt gemacht werden. DEL, Adler Mannheim, EHC Red Bull München ab 19.15 Uhr live im TV und Livestream auf Sport1. Adler Mannheim mit viertem Sieg. Was fehlt, ist allein ein Sieg. Es wäre der vierte in der Best-of-Seven-Serie. Der vierte, den München keinesfalls mehr aufholen könnte. Zuvor, am Mittwoch, hatte Mannheim den EHC auseinandergenommen und mit 4:0 besiegt, nirgendwo sonst als in München, wo es die Gegner in den vergangenen Jahren so schwer hatten. Dreimal in Folge gewann das Team von Trainer Don Jackson die Meisterschaft, der vierte große Wurf in diesem Jahr war fest eingeplant. Doch es scheint, als hätten die Adler in diesem Jahr die höhere Qualität und den größeren Willen. Groß warnt vor EHC Red Bull München: einer, der es besonders will, ist Trainer Groß. Mit den Grizzlies Wolfsburg verlor der 50-Jährige insgesamt 3 Finals, zweimal gegen Red Bull, 2016 und 2017. Damit das nicht mehr passiert, ist er auf der Hut und denkt nicht an vorzeitige Feierlichkeiten. Meistgelesene Artikel: Eishockey, DEL Mannheim krönt sich zum Meisterfußball, Bundesliga Leverkusen siegt in Augsburg Hint. Fußball, Premier League Liverpool springt auf Platz 1 sind. Fußball, La Liga de Bayor, Mourinho hat alle gekillt, Fußball, 2. Bundesliga Köln seit 4 Spielen ohne Sieg, es war wieder nur ein Spiel mehr, es geht weiter, hatte Groß nach Spiel 4 gesagt und eindringlich gewarnt: ich sage den Jungs immer wieder, das nächste Spiel wird noch schwerer. Wir wissen, wie gut diese Mannschaft ist, sie war im Finale der Champions League und ist zuletzt 3-mal Meister geworden. Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige, dass Großwarnungen wichtig und richtig sind, zeigen die Worte von Münchens Kapitän Michael Wolf. Es ist noch nicht vorbei, sagte der 38-Jährige in einem vom Club verbreiteten Tweet. Wir werden alles daran setzen, ein sechstes und dann auch ein siebtes Duell zu erzwingen. München glaubt noch an eine Wende. Und die Adler sind jetzt gefragt, diese Hoffnungen zu ersticken. So können sie Adler Mannheim, EHC Red Bull München live verfolgen. Punkt. TV, Sport1 Stream, Sport1.de, TK, Sport1.de, Let's Block, Ads.